Es geht nicht um große Titel, es geht schlichtweg um die Zukunft beider Boxer. Hellenius will den nächsten Schritt machen hinein in die Eliteklasse des Schwergewichts. Für Samuel Peter ist es vielleicht die letzte Chance, nochmal ins große Boxgeschäft einzusteigen. Hinein geht's in Runde 1, der Kampf auf 12 Runden angesetzt im Schwergewicht. Eine reizvolle Konstellation. Zwei völlig unterschiedliche Typen treffen da aufeinander. Der 2-Meter-Mann Hellenius, der deutlich kleinere Samuel Peter, der Mann, der den Infight lebt, der versuchen muss, an der langen Führhand von Hellenius vorbeizukommen. Beide in Normalauslage. Konnte. Erster Versuch einzusteigen von Samuel Peter. Mit der gefährlichen rechten Hand. Und Hellenius mit rechts zum Körper. Und Hellenius muss konsequent mit der Führhand arbeiten, muss stören, muss aktiv sein, muss Druck ausüben, damit Samuel Peter gar keine Zeit bleibt, die Angriffe vorzubereiten. Ja, gute Aktion von Hellenius, aber sofort auch die Gegenattacke von Samuel Peter. Geht dann konsequent an den Mann heran, um die Aktion von Samuel Peter zu unterbinden. Ja, sehr schön gesehen. Dieser Schwinger, dieser Rechte war mit Ansage, aber dann diese kurzen Haken. Die sind nicht ungefährlich. Aber trotz der Mitte der 30er Jahre bis 38 große Kämpfe gemacht hat, auch in Amerika, für den es sogar ein Denkmal gibt in Helsinki. Hellenius ist ja in Stockholm geboren und im Alter von 2 Jahren dann mit der Familie nach Porvo in Südfinnland übergesiedelt. Besitzt 2 Pässe und ist jetzt mit seiner Familie in Berlin zu Hause. Er darf nicht zu lange warten mit den langen Händen. Samuel Peter nimmt. Da ist dann Samuel Peter im Vorteil. Ja, Kopf weit vorn bei Samuel Peter. Sieht gefährlich aus, wie er da in den Mann hineingeht. Ja, und da sehen wir den besorgten Uli Wegner. Schwergewichtsboxen ist natürlich vor allem auch eine Kopfsache. Man muss auch selbst die Sicherheit haben, dass man der Bessere, der Stärkere ist. Gute Aktion von Peter. Da wirkt jetzt Hellenius nicht so souverän und sicher. Hat er. Deshalb ist es wichtig, ihn auf Distanz zu halten. Mit der Führhand zu arbeiten und auch mit der rechten. Sehr schön hier mal links, rechts von Hellenius. Aber es fehlt noch die Lockerheit, die unbekümmert. Ja, darf nicht zu lange warten, darf nicht diese langen Pausen machen. Sehr schön mal mit der rechten zum Körper. Kurze Rechte, das ist eigentlich die Stärke, diese Rechte auf der Innenseite, dieses Selbstvertrauen einflößen, erinnert ihn an die starken Sparringsrunden gegen Olokun, gegen Bidenko und auch gegen Konstantin Eirich. Gute Aktion von Samuel Peter. Da hat sich Hellenius an die Seile drängen lassen.
schöner rechter Haken zum Körper von Helenius. Beide sind in den Ranglisten Helenius hatte eine exzellente Vorbereitung. Er müsste. Oh, das war tief. Das war tief. Dave Parris hat es gesehen. Und Helenius geht erstmal zu Boden. Wir schauen hin. Das war richtig tief. Natürlich hat der Boxer da auch einen Tiefschutz, aber angenehm ist das trotzdem nicht. Helenius bekommt jetzt Zeit. Er kann bis zu 5 Minuten sich erholen. Und eigentlich müsste es auch einen Punkt abzugeben, weil es war schon ein harter Treffer. Aber kann auch sein, er belässt es bei einer Ermahnung. Robert! Robert! Zusammenreißen! Ja, jetzt geht Dave Parris wieder zu Helenius und fragt ihn, ob er weiterboxen kann und will. Der nickt. Und gibt wohl keinen Punktabzug, nur eine Ermahnung. Und beim nächsten Mal hat Dave Parris gesagt, wird er dann durchgreifen. Liegt auch daran, dass Parris den ersten Tiefschlag von Peter nicht gesehen hatte. Sonst wäre jetzt schon ein Punktabzug fällig gewesen. Mal gucken, ob das Helenius noch weiter verunsichert hat. Versucht jetzt mal gegenzuhalten, mutig, die Rechte im Schlagabtausch. Muss jetzt auch mal ein Zeichen setzen. Ansonsten wird er von Peter gar nicht ernst genommen. Wäre auch ratsam, wenn er das Tempo hochhalten könnte. Und dann vielleicht im zweiten Teil. Das reicht noch nicht. Ja, gute Kombination, aber geblockt von Helenius. Ja, er soll nach rechts weggehen, ruft Uli Wegner, damit er nicht in die Schlaghand von Peter hineinläuft. Ja, das war der Versuch, wieder mit rechts zu kontern, diesmal ohne Erfolg. Ja, sehr schöne Rechte. Und nochmal. Muss nur aufpassen, dass er sich nicht in den Schlagabtausch reinziehen lässt. Das ist genau die Chance von Peter. Sehr guter rechter Haken. Links, rechts, 1-2. Ganz einfach soll er boxen. Aber es kommt nicht mehr. Die Runde ist weg. Ja, und die Sorgenfalten nehmen zu. Anspannung zu spüren. Pass auf, tu jetzt nicht so. Du bist stark wie ein Bär. Und tu jetzt ja nicht hier. Du bist doch Mann. Deine Kinder werden auf dir stolz sein. Weißt du? Und du hältst das durch. Und immer wieder an der Deckung denken. Immer wieder und locker hauen die Liga. Und dann 1-2, bumm, triffst du. Triffst du, Junge. Robert, verstehst du mich? Hörst du meine? Oh, Robert, komm. 4 Runden vor dein größter Erfolg. Das ist sowas groß. Halte durch, sag ich dir. Lass dich ja nicht gehen. Immer wieder linke Hand. Immer wieder linke Hand. 1-2. Einfach boxen. Die Beine musst du benutzen. Ja, das macht Wegner oft in diesen kritischen Situationen. Da appelliert er an die Moral, da spricht er von der Familie, von der Einstellung, vom Willen. Und den braucht er jetzt auch, um diesen Kampf zu gewinnen. Er hat noch 4 Runden vor sich, der hat einen leichten Punktvorsprung. Aber er muss jetzt noch mindestens 2 Runden gewinnen. Und er hat es eigentlich auch in den Fäusten. Ja, Peter hat
Gelegenheit hier, seinen Rhythmus zu boxen. Versuch einer Links-Rechts-Kombination. Jetzt wieder, aber es fehlt die Genauigkeit, die Explosivität. Das, was ihn eigentlich auszeichnet, was sein großer Vorteil sein müsste hier in diesem Kampf. Aber wenn er die Lockerheit nicht findet, dann muss er halt kämpfen. Dann muss er kämpfen und wie er kämpft. Aus dem Nichts. Rechts, links. Mit den Kopfhaken, mit der linken abgeschlossen. Was für eine Aktion. Und ich habe es gerade gesagt, die Schnelligkeit, die Explosivität, das ist eigentlich sein großer Vorteil. Kann er jetzt nachsetzen? Nochmal die schwere Linke, das war's. Aus und vorbei. Aus und vorbei. Und wie er sich freut. Was für ein Knockout. Die Betreuer sind bei Samuel Peter. Und was für eine Erlösung, für eine Erleichterung. Fast wie eine Art Selbstbefreiung. Und da haben sie gesehen, was der Junge eigentlich kann und was er ja in den ersten 8 Runden nicht gezeigt hat. Schwerer Knockout. Samuel Peter ist noch am Boden. Ringarzt ist bei ihm, auch seine Betreuer. Oh ja. Und das sind halt diese harten Schläge, die der Gegner auch nicht kommen sieht. Weißt du was? Du baust so bitte sauber. Aber du hast schlechte Kampf. Nein! War alles du! War alles es war ein schlechter Kampf, sagt Helenius. Ein sehr feinfühliger Mensch, der sich verwandelt, wenn er in den Ring steigt. Peter kommt wieder auf die Beine, das ist das Wichtigste. In die Ecke, in die Ecke! Wird erstmal in die Ecke gebracht von seinem Manager. Ivailo Gotsev und seinem Trainer. Hat Helenius das Leben schwer gemacht? War genau der richtige Prüfstein? Ja, die linke. Der linke Kopfhaken. Vorher mit der rechten den Uppercut versucht. Hier, der ging noch vorbei und dann die linke war voll drin. Ja, und diese Hand ganz kurz und trocken, die hat Samuel Peter nicht gesehen. Und dann setzt der Clou konzentriert nach mit der rechten und dann wieder mit der linken abgeschlossen. Und das war dann die entscheidende Aktion. Und sie haben Anfang des Jahres sehr viel Krafttraining gemacht. Wir haben die Schlagwerte deutlich verbessert und das sieht man dann auch in dieser Aktion. Das ist dann schon richtiges Schwergewichtsboxen. Ja, Samuel Peter ist wieder da, aber das war schon ein richtig harter Knockout. Round number 9, the winner, now the new WBA and still WBO, Cruiserweight Intercontinental Champion, still undefeated from Finland, the Nordic Nightmare. Genießt den Applaus der 5000 Zuschauer hier in der Halle. Samuel Peter war ein richtiger Test. Und man hat gespürt, dass er diesen Kampf erstmal im Kopf gewinnen muss. Und dann hat er auch in einer Situation, in der entscheidenden Situation gezeigt, was er kann und warum mit ihm in Zukunft zu rechnen ist.